Hallo allerseits, Entschuldigung für die kurze Verzögerung. Technik und Smart, ja, es funktioniert nicht immer alles gleich. Und wir hatten da ein paar Probleme mit dem Anschluss. Ihr werdet jetzt in der nächsten halben Stunde, in den nächsten 20 Minuten von mir hören, was die Vernetzung für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Und normalerweise fange ich dann mit den Kühlschränken an, die Spam-Mails verschicken, statt Milch zu verkaufen. Aber das Beispiel stammt schon aus dem Jahr 2014 und ist so alt, dass ich da eigentlich nicht mehr drüber reden möchte. Genauso wenig über die vernetzten Autos, deren Bremsen aus der Ferne manipuliert werden können oder die smarten Aufzüge, die nach einem Virus-Update einfach den Dienst verweigern. Und von den Erwachsenen- und Kinderspielzeugen werdet ihr heute auch nichts hören. Es wird heute leider nicht so lustig, weil es geht eigentlich heute vor allem darum, was die Vernetzung auf infrastruktureller Seite mit uns macht und mit uns Menschen. Und es geht jetzt mal nicht um das, was lustig ist, die Gadgets, die irgendwie uns alle überwachen, sondern mehr darum, was es wirklich bedeutet, wenn Leute sterben können. Und so möchte ich gleich einsteigen mit Medizingeräten. Viele Menschen sind heutzutage von technischen Medizingeräten abhängig und haben Angst davor, dass diese beeinflusst werden können. Wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder wenn jemand höhere Insulindosen bekommen könnte als eigentlich vorgesehen. Und leider ist diese Angst berechtigt, wie ein jüngstes Beispiel aus diesem Sommer zeigt. Und zwar können natürlich, also das liest sich erst einmal auch nicht neu, dass Hacker Herzschrittmacher steuern können und übernehmen. Haben wir auch schon vor ein paar Jahren gehört und wurde auch schon fleißig demonstriert. US-Vizepräsidenten haben sich daraufhin ihren Herzschrittmacher disconnecten lassen, damit sie nicht gefährdet sind. Was aber jetzt neu ist an diesem konkreten Beispiel, ist, dass der Hersteller das Update verweigert, weil er sagt, dass es ein viel zu geringes Risiko darstellt, was da beschrieben ist, und somit dem Konsumenten, also demjenigen, der den Herzschrittmacher in sich trägt, einfach dieser Gefahr ausgesetzt lässt. Und das ist halt irgendwie dann schon nochmal eine andere Ebene als die bisherigen Beispiele. Und das Ganze haben Sicherheitsforscher auf der Black Hat gezeigt und gefragt wurden sie, können sie damit jemanden umbringen? Die Antwort war ja. Und funktionieren tut das über ein infiziertes Terminal, was daraufhin die Medizingeräte steuert, und auf dem Terminal läuft Windows XP. Das ist allerdings bei Medizingeräten noch weit verbreitet, weil es mit der Zertifizierung teilweise sehr schwierig ist, muss man auch fairerweise dazu sagen. Der Hersteller hat 1,5 Jahre von dem Problem gewusst und hat mir gegenüber in einer Stellungnahme folgendes Statement verraten: Alle Geräte tragen ein damit verbundenes Risiko mit sich und wir streben kontinuierlich an, die Balance zwischen Risiko und Nutzen unsere Geräte zu gewährleisten. Naja, wie fühlt man sich jetzt eigentlich so, wenn man das hört als Patient? Gott sei Dank agieren nicht alle Hersteller so. Gerade bei Bereichen, wo wirklich Lebensgefahr für Patienten besteht, kommen zwar immer wieder Sicherheitslücken vor, aber im Normalen zeigen sich die Hersteller eigentlich interessierter daran, sie zu beheben. Und teilweise letztes Jahr wurden Patienten in den USA wieder in ein Spital bestellt, weil man ihren Herzschrittmacher dann einem Update unterzogen hat. Das war ein Eingriff von 30 Minuten. Die gingen nachher wieder raus und waren aus der Sicht wieder safe. Und es betraf insgesamt 465.000 Geräte, die vor dem 28. August 2017 von Jude Medical hergestellt wurden. Und naja, also das können wir leider den Patienten von Medtronics-Geräten nicht raten. Und es ist als Patient aber sehr schwierig, sich sein eigenes Medizingerät auszusuchen,
weil eines der Probleme ist auch, dass man das sehr schwer nachweisen können wird, wenn dann was passiert ist, dass das wirklich aufgrund dieses Fehlers passiert ist. Also die Sicherheitsforscher sagen, das geht nicht. Es wird nie jemand draufkommen, wenn das Gerät gehackt wird. Also sozusagen, das ist mehr oder weniger wirklich der perfekte Plot für Science-Fiction-Autoren. Allerdings ist es Realität und damit nicht lustig, sondern sehr traurig. Insofern geht meine nächste Folie auch ums Internet of Deadly Things. Sozusagen, es gibt Annahmen in die Richtung, dass es vorher erst etwas passieren muss, bevor wirklich die Security-Fragen im IoT-Bereich gefixt werden. Und das Ganze darf man sich so ähnlich vorstellen wie damals bei den Railway Construction Sachen, wo die ersten Eisenbahnen gefahren sind, gab es auch zuerst mal zahlreiche Tote. Genauso, bevor der Airbag wirklich groß zum Einsatz kam, war es halt auch so, dass viele Autofahrer ums Leben gekommen sind, bevor es dazu kam. Und was ich jetzt nicht erzählen möchte, ist, wie es mit der EU-Regulierung dazu aussieht, weil das bekommt ihr nämlich im nächsten Talk nach mir zu hören. Es gibt nämlich ein Gesetz, wo das alles unter freiwillige Maßnahmen geplant ist, aber eben freiwillig und nicht verpflichtend. Und wenn man sich vorstellt, ein Airbag freiwillig, hätten die Hersteller den wirklich eingebaut. Gut, jetzt kommen wir zu einem Themenwechsel. Im Gegensatz zu den Toten kann IoT natürlich auch Leben retten. Zumindest wird es so propagiert. Wie viele von euch kennen den eCall? Aufzeigen, wer ihn kennt? Okay, das sind sehr wenige. Da fange ich jetzt mal kurz davon an, was das ist. Auch wenn ich nicht so viel Zeit habe. Und zwar in jedem Auto steckt jetzt eine SIM-Karte drinnen, das nach dem 31. März 2018 gekauft wird. Also, wenn jemand von euch sich überlegt, einen Neuwagen anzuschaffen, hat er keine Wahl mehr, es wird darin eine SIM-Karte mit einem GSM-Modul verbaut. Warum? Das ist sozusagen der eCall, ein automatisches Notrufsystem, das eben jetzt verpflichtend eingebaut wird und sozusagen Notrufe verlässlicher und schneller abwickeln soll. Jetzt gibt es diese Verpflichtung eben seit diesem März und das Gesetz dazu auf EU-Ebene ist gar nicht so schlecht. Also das wird wirklich nur aktiviert, wenn es einen Unfall gibt und es wird nicht etwa das Auto die ganze Zeit mitverfolgt. Das war ja eines der großen Gefahren, von denen man ausgegangen ist, dass das irgendwie dann sogar das Auto zur Wanze wird, weil man irgendwie genau tracken kann, wo man sich aufhält. Bei dem gesetzlichen eCall ist das nicht der Fall. Allerdings bauen Autohersteller schon seit 2007 SIM-Karten in die Autos ein. Das nennt sich dann Connected Car. Und die dürfen das sehr wohl die ganze Zeit mittracken. Das heißt, wer sich ein Connected Car anschafft, der ist da leider irgendwie doch betroffen. Und die dürfen dann auch, wenn ein Unfall passiert, andere Daten übermitteln, wie etwa, hat der noch gebremst oder wie hoch war die Geschwindigkeit, ist der vielleicht zu schnell gefahren. Da besteht dann wieder dass die Gefahr, dass die Daten an eine Versicherung zum Beispiel ausgeliefert werden. Das kann einem mit dem gesetzlichen eCall nicht passieren. Allerdings ist der mehr oder weniger das Einfalltor in diese technologische Entwicklung gewesen, weil die Autohersteller, die das zwar schon viel früher eingeführt haben, haben das eingeführt, weil das Gesetz so lange verhandelt worden ist. Das heißt, sie haben eigentlich dem Gesetz den Boden abgegraben und sind ihm zuvorgekommen. Diverse Autofahrerclubs tun jetzt da sehr stark lobbyieren dafür, dass es mein Auto ist und meine Daten. Die einzige derzeitige Möglichkeit, dieser SIM-Karte im Auto aber gänzlich zu entkommen, ist, keinen Neuwagen mehr zu kaufen, sondern ein gebrauchtes Auto. Vielleicht nicht ganz so einen Oldtimer wie am Bild sichtbar, aber halt nicht
einen Neuwagen nach 31. März 2018. Dann komme ich noch ganz kurz und schnell zu einem dritten Beispiel. Ja, und ich weiß, es ist heute überhaupt nicht zum Lachen. Es ist leider alles sehr todernst. Genauso auch das nächste Beispiel, die Smart Meter. Wer von euch hat schon mal von Smart Metern gehört? Okay, das sind deutlich mehr, da muss ich nicht mehr ganz so weit ausholen. Also in Österreich wollte man fast 100% Smart Meter einführen bis nächstes Jahr, hat den Zeitplan aber zurückgenommen. Ich weiß, dass es in Deutschland ein wenig anders ist, als es für Haushalte mit einem Verbrauch von unter 6000 Kilowattherz optional. Allerdings gibt es da jetzt auch schon die Anordnung, dass ein moderner Zähler verbaut werden muss. Und bis 2032 muss auch in Deutschland jeder Zähler intelligent sein. Und was sind Smart Meter? Eben intelligente Stromzähler. Das heißt, die sind eben auch connected und vernetzt. Und in Österreich ist das jetzt sehr obskur. Man kann diese smarten Zähler ablehnen, wenn man sagt, man will keinen vernetzten Stromzähler. Aber man bekommt dann trotzdem einen digitalen Stromzähler, bei dem bestimmte Funktionen nur per Software deaktiviert werden. Dazu zählt auch die sogenannte Fernabschaltfunktion. Also das ist die Funktion, mit der ein Stromzähler aus der Ferne ab- und aufgedreht werden kann. Und das ist eigentlich das größte Einfallstor für Hackerangriffe, weil über diese Funktion können auch Hacker das Gerät aus der Ferne steuern. Und wenn diese Funktion nur per Software, also per Default da ist, in allen neuen Zählern, die installiert werden, in Deutschland und in Österreich, na dann kann uns auch Schlimmes drohen. Und zwar wurden in Spanien bereits Stromzähler gehackt im Jahr 2014 von zwei Sicherheitsforschern, natürlich wieder nur zu Demonstrationszwecken. Allerdings haben die das genau über die Fernabschaltfunktion gemacht. Und mit den Forschern aus Österreich, mit denen ich dazu gesprochen habe, die haben mir erzählt, dass das prinzipiell auch mit den österreichischen oder mit den deutschen Zählern passieren kann. Es ist zwar irgendwie jeweils, die sind zwar jeweils anders abgesichert und natürlich gibt es da auch Verbesserungen, aber wenn da nicht wirklich mitgedacht wird, dann kann das böse Konsequenzen haben, etwa einen Blackout, also einen kompletten Stromausfall, der mehrere Stunden bis Tage, also eher Tage dauern wird, also mehr als 24 Stunden und man spricht von einem Blackout. Und da ist halt die große Gefahr, dass man sich zuerst denkt, ja, Stromausfall, schon wieder Stromausfall, kommt ja jetzt öfter vor. Und dann ist nach einer Stunde noch immer kein Strom da. Allerdings sind bis dahin dann schon die Mobilfunknetze ausgefallen. Weil wenn wirklich der gesamte Strom nicht nur lokal begrenzt flach liegt, sondern zum Beispiel etwa über ganz Deutschland hinweg, dann brechen auch die Mobilfunknetze innerhalb von 30 Minuten zusammen und man kann dann auch nicht mehr schnell, wie viele glauben, noch im Supermarkt sich irgendwie was kaufen, weil das funktioniert heutzutage auch nur noch elektronisch und vernetzt und die Läden werden sofort abgeriegelt und dicht gemacht. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir wirklich, dass alles smart wird? Die drei Beispiele waren jetzt irgendwie herausgegriffen, um mal einfach zu zeigen, was passieren kann oder teilweise schon passiert ist. Natürlich hört die Vernetzung nicht dort auf, sondern sie betrifft eben ganze Städte. Und ich weiß, dass hier heute Nachmittag auch noch Vorträge zu Smart Cities sein werden. Und also die Städte sollen auch immer mehr vernetzt werden. Und das Bild hier, das stammt von Barcelona, weil es ein Beispiel ist, wie man Vernetzung auch machen kann, aber ohne dass es automatisch böse ist. Und zwar gibt es in Barcelona die Technikchefin Francesca Bria und ihre Strategie ist, Bürger zu beteiligen statt großer Tech-Konzerne.
Und sie hat jetzt irgendwie das Stadtbild total neu designt, was die Technologie betrifft, weil die alte Regierung hat natürlich irgendwie schon mit großen Firmen Verträge abgeschlossen, dass der Stadtteil überwacht wird und der Stadtteil. Und diese Verträge kann man zwar jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber man kann bei den neuen Verträgen darauf achten, dass stattdessen die Prinzipien Open Data gefördert werden, wenn es um öffentliche Daten geht, und das Prinzip des Schutzes der Daten, wenn es um personenbezogene Bürgerdaten geht. Und genau das ist das Konzept von Francesca, das ist sie. Ich habe sie zum Interview getroffen letztes Jahr. Und sie sagt, der Begriff Smart City wird verwendet, um Städte als intelligent zu vermarkten. Dabei geht es aber darum, Überwachungskapitalismus zu installieren. Wenn eine Stadt wie Moskau 160.000 Überwachungskameras installiert, ist das nicht smart. Und zum Abschluss möchte ich jetzt einfach nur sagen, dass wir uns genau an dieser Einstellung ein Beispiel nehmen könnten und Open Software und Open Hardware Lösungen fördern können und einfach in allen möglichen Bereichen, in denen es für Bürger möglich ist, das irgendwie mit zu beeinflussen, diese Möglichkeit auch zu nutzen. Ups, danke fürs Zuhören, steht da noch. Aber